Mexiko, Bundesstaat Guerrero. Dezember 2011. Studenten protestieren gegen die Regierung. Schüsse fallen. Die Polizei erschießt zwei junge Männer. Gedenktafeln erinnern an die beiden Studenten. Die Polizisten schossen auch mit G36 Sturmgewehren von Heckler und Koch. 26. September 2014. Wieder sind deutsche G36 im Einsatz gegen Studenten. 7 von ihnen sterben. 43 verschwinden spurlos. Die G36 aber hätten in Guerrero nicht sein dürfen. Anflug auf Mexico City. Ziel der Reise ist es, mehr über den Fall der 43 von der Polizei entführten Studenten und den Stand der Ermittlungen vor Ort zu erfahren. Insbesondere im Hinblick auf die G36 Sturmgewehre. Der Journalist Wolf-Dieter Vogel hat viele Jahre in Mexiko gelebt und gearbeitet. In Mexico City will der Journalist zunächst einen Studenten treffen, der das Massaker überlebt hat und sich seither in der Millionenstadt versteckt hält. Mitten im Zentrum der mexikanischen Hauptstadt erinnert seit Monaten ein Protestcamp an die 43 Lehramtsstudenten. Hier hat sich Wolf-Dieter Vogel mit einem Überlebenden und Zeugen des todbringenden Polizeieinsatzes verabredet. Eine Organisatorin des Protestcamps weist dem Journalisten den Weg. Ernesto Guerrero Cano wartet bereits auf ihn. Der 19-jährige Lehramtsstudent saß mit 50 Kommilitonen in dem Bus, aus dem die Polizei die 43 Studenten verschleppt hat und konnte als einer der wenigen entkommen. Er ist noch immer traumatisiert von dem Geschehen in der Nacht vom 26. September. Natürlich habe ich Angst. Aber ich lasse mich davon nicht kaputt machen. Wenn man mutig sein will, muss man die Angst überwinden. Ernesto erklärt sich spontan bereit, zum ersten Mal wieder an den Tatort zurückzukehren. Mexico City ist eine Megametropole. Mehr als 20 Millionen Menschen leben hier. Das riesige Land ist seit Jahren von Drogenkrieg, Korruption und schwersten Menschenrechtsverletzungen geprägt. Auch durch staatliche Sicherheitskräfte, Polizei und Militär. Der Bundesstaat Guerrero wird von Drogenkartellen beherrscht. Der Polizei traut hier keiner mehr. Am 26. September 2014 wurde die Provinzstadt Iguala Schauplatz eines Verbrechens, das weltweit für Entsetzen sorgte. Ernesto Cano will darüber berichten, was geschah, nachdem er und seine Kommilitonen für eine Protestaktion 3 öffentliche Busse besetzt hatten. Jetzt, wo ich hier bin, kommt alles wieder hoch. Wie es angefangen hat, wie die Schießerei losging. Es fühlt sich komisch an, wieder hier zu sein. Es fällt mir schwer, auf diese Fragen zu antworten. Ich hätte nie gedacht, dass es mir so schwer fallen würde. Was genau ist in dieser Nacht passiert? Wir sind aus dem 3. Bus ausgestiegen. So 5, 6 Kommilitonen. Wir hatten vor, uns mit Flaschen und Steinen zu verteidigen. Die anderen sind im 3. Bus geblieben. Wahrscheinlich dachten sie, da seien sie in Sicherheit. Ernesto und Wolf-Dieter Vogel auf dem Weg zum Tatort. Die Studenten aus dem 3. Bus wurden von Polizisten hier entführt und sind seither spurlos verschwunden. Angeblich wurden sie der Mafia übergeben, ermordet und verbrannt. Andere, die zu fliehen versuchten, wurden sofort erschossen. Der Tatort heute. An dieser Stelle wurde einer meiner Kommilitonen erschossen. Hier ist er gestorben. Und da drüben noch einer. Das waren die ersten, die gestorben sind. Mein Freund Aldo lag da drüben. Auf den Straßen von Iguala werden in dieser Nacht 7 Menschen erschossen. Inzwischen ist belegt, dass Polizei und Militär den Einsatzbefehl direkt vom Bürgermeister von Iguala und dessen Ehefrau bekommen haben.
Heute erinnern Holzkreuze an das Massaker. Die Straße da drüben war voll von Männern mit Sturmgewehren. Die mexikanischen Ermittlungen lassen heute das Ausmaß des Verbrechens erahnen. Mindestens 300 Patronenhülsen wurden am Tatort sichergestellt. NATO-Munition, Kaliber 5,56. Auch Munition für das Sturmgewehr G36. Die Studenten aus den ersten zwei Bussen sammeln sich im städtischen Krankenhaus und warten auf ihre Kommilitonen. Vergeblich. Obwohl Entführungen durch die Polizei keine Seltenheit sind, hat das Verschwinden der 43 Studenten das Land erschüttert wie kein anderer Fall zuvor. Die Generalstaatsanwaltschaft gewährt jetzt den Angehörigen und ihren Anwälten erstmals Einblick in die Ermittlungsakten. Das sind viele, die an dem Verschwinden der 43 Studenten in dieser einen Nacht beteiligt sind. Das ist ein ganzes Netzwerk. Das ist Makrokriminalität, in der das Militär, die Bundesregierung und ebenso die Landesregierung wie auch die Gemeinde beteiligt sind. Das sind die Ermittlungsakten. Mehr als 10.000 Seiten. Ah, bueno. Muchas gracias. Also hier haben wir jetzt diese Liste der gesamten Waffen. Also die insgesamt über 200 Waffen wurden am Morgen nach dem Anschlag oder dem Angriff auf die Studenten dort sichergestellt oder gefunden in dem Polizeirevier. Von diesen sind nach dieser Liste 38 Gewehre, Heckler und Koch G36 Gewehre. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Leute, die ja deswegen im Gefängnis sitzen, weil sie in der Nacht aktiv waren, mit G36-Gewehren in der Nacht auch unterwegs waren. Die Ermittlungsakten der mexikanischen Staatsanwaltschaft beweisen, mindestens 38 Sturmgewehre des Typs G36 waren in der Nacht vom 26. September im Einsatz. Die Seriennummern lassen keinen Zweifel. Noch immer fehlen Akten, Ergebnisse von ballistischen und kriminaltechnischen Untersuchungen, Videoaufzeichnungen. Vor allem aber fehlt jede Spur von den entführten Studenten. Einer, der vor den Schüssen der Polizei zu flüchten versucht hatte, wurde gefunden. Julio César Mondragón, 18, frisch verheiratet, Vater einer kleinen Tochter. Der Student wurde am Morgen nach der Tat aufgefunden, gefoltert, erschlagen, sein Gesicht gehäutet. 100 Polizisten wurden verhaftet. Einer gestand den Mord an dem 18-Jährigen. Die Ermittlungsakten beweisen, der Polizist trug ein G36 von Heckler und Koch. 4 Monate nach dem Massaker besucht Christoph Stresser, der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, die Hochschule. Wegen der Waffenlieferungen von Heckler und Koch machen die Familien die deutsche Regierung mitverantwortlich für das Verbrechen. Ich kann nur sagen, wenn mit Waffen aus Deutschland Verbrechen begangen werden, dann ist das für mich ein Anlass, mich dafür zu entschuldigen, auch wenn ich den Opfern damit keine Genugtuung gebe. Aber es ist für mich einfach ein Anspruch, das so zu sagen. 2005 hatte Heckler und Koch beim Wirtschaftsministerium einen Exportantrag für das G36 nach Mexiko gestellt. Das Verteidigungsministerium war für den Waffendeal. Doch das Auswärtige Amt dagegen. Es erhebt Bedenken und lehnt die Lieferung ab. Die Begründung: weiterhin regelmäßig Menschenrechtsverletzungen durch Polizeikräfte. So die Diplomaten. Trotzdem wurde kurz darauf nach Mexiko geliefert. Eigentlich dürfen Kriegswaffen wie das G36 nicht in Krisenregionen exportiert werden. Es geschah dennoch. Wir treffen einen, der selbst dabei war, Markus B. Ein früherer Mitarbeiter von Heckler und Koch, kurz HK genannt. Also die Menschen waren mit Sicherheit stolz, bei HK gearbeitet zu haben. Ganz einfach, dass man sich bei HK wohlgefühlt hat, dort zu arbeiten und so eine Art Familienidentifikation vielleicht stattgefunden hat. Markus B. betreute über 20 Jahre die Lizenzproduktion der Heckler und Koch Waffen in der Fabrica de Armas, der staatlichen Waffenschmiede Mexikos. Ab 2001 übernimmt er die HK-Handelsvertretung in Mexiko und bereitet ab 2002 das Geschäft mit dem G36 vor. Ja, Mexiko, da habe ich als kleiner Junge schon Bücher gelesen über die alten Kulturen. Ich hätte nie gedacht, dass ich da mal physisch hinkomme, das ist viel zu weit weg. Und zufälligerweise kam ich nach Mexiko beruflich durch die Firma Heckler & Koch.
Ein Imagevideo von Heckler & Koch zeigt den Waffenvorführer. Er erwies sich als besonders überzeugend im Waffendeal mit Mexiko. Die Kunden waren begeistert von seinen Vorführungen. Inzwischen ist er aus dem Unternehmen ausgestiegen und hat mit seinen Aussagen bei den Ermittlungsbehörden den Fall Heckler & Koch ins Rollen gebracht, wurde zum Kronzeugen der Staatsanwaltschaft. Nach langen Bedenken ist der Aussteiger bereit, öffentlich darüber zu sprechen. Erstmals. Er möchte aber zum Schutz seiner Familie unerkannt bleiben. Heckler & Koch, leading through technology. Ich habe Heckler & Koch in den vergangenen 14 Jahren, wo ich dort gearbeitet habe, das war für mich, wenn man es vielleicht so bezeichnen möchte, wie ein familiäres Verhältnis. Es war ein Teil von mir selber. Ich war an vielen Waffenprojekten mit bei in der Entwicklung vom Tag 1. Selbstverständlich aufgrund von unserem technischen Hintergrund, ja, wurden wir immer verwendet für, ich will es so beschreiben, als Unterstützung für den Vertrieb, für den technischen Vertrieb. Im Besonderen, wenn es um Gerätevorführungen und Demonstrationen ging, für potenzielle Kunden. Dem Waffenexperten kamen in Mexiko erstmals Zweifel. Davor hatte er jahrelang die Produkte des Oberndorfer Unternehmens präsentiert, auch in anderen Krisenregionen, auch unter erschwerten Bedingungen. Hier Aufnahmen einer Waffenpräsentation im Jahr 2006 im mexikanischen Bundesstaat Colima. Den Umgang mit Waffen und seine Tätigkeit als Waffenverkäufer stellte er vor seinem Ausstieg bei Heckler & Koch nie in Frage. Der ist ein sehr guter Vorführer. Der bringt es sehr professionell rüber. Der kommt ja auch von Spezialeinheiten. Plus das, was er waffentechnisch bei HK noch eventuell dazulernen konnte. Das dazu geführt hat, dass der Ruf immer höher stieg und der Bedarf immer mehr sich auf HK konzentriert. Und dann kamen die Steine ins Rollen mit den Vorführungen. Diese Fotos dokumentieren die Ankunft der ersten Sturmgewehre G36 in Mexiko. Der ehemalige HK-Handelsvertreter überprüfte die Waffen vor der Übergabe. Das G36 wurde erstmalig in Mexiko vorgestellt, im Jahr 2002, vor den Militärs nur. Da gab es eine Vorführung in Mexiko, G36 Langversion und G36 K-Version in Verbindung mit. Und mir. Auch die Vorbereitung der Präsentation übernimmt der HK-Handelsvertreter Markus B. Er besichtigt die Räumlichkeiten und die Schießanlagen. Die Aufnahmen vom September 2002 zeigen Militärangehörige beim Eintreffen zu der ersten G36-Präsentation. Zu dieser Waffenvorführung reist erstmals das HK-Verkaufsteam an. Mit dabei der HK-Vertriebschef und der Waffenvorführer. Der Ablauf in der Vorführung war, wir haben die sehr gut organisiert, sehr gut vorbereitet, in Verbindung mit den Militärs, in Verbindung mit dem General Campos. Und ich schätze mal, es waren ungefähr 50 Militärs anwesend von verschiedenen Einheiten, von den Special Forces, andere Elitetruppen, andere konnte ich gar nicht identifizieren selber. Markus B. ist für die Betreuung der mexikanischen Kunden zuständig. Der Vertriebschef repräsentiert die Firma. So wie ich ihn kennengelernt habe, ich konnte mich immer auf sein Wort verlassen. Egal, ob das jetzt geschäftlicher oder privater Natur war. Und das Gleiche gilt auch für Herrn. Und das gilt immer noch. Der Vorführer fungiert als Waffenkenner und Mann vom Fach. Und dann durften die Militärs die Waffen ausprobieren. Die haben sich sehr viel Zeit gelassen, relativ. Und das war also die allererste Vorführung.
Und es war also von unserer Sicht her ein Erfolg. 2005. Der Drogenkrieg eskaliert. Mexiko ist geprägt von Gewalt, Korruption und Menschenrechtsverletzungen, auch durch Polizeieinheiten. Einheiten, die plötzlich Interesse am G36 zeigen. Also die erste Vorführung für Polizeibehörden, die fand hier in Mexico City statt. Organisiert hauptsächlich von der Generaldirektion. Zu dieser Vorführung wurden eigentlich alle Polizeieinheiten landesweit eingeladen. Die erste Waffenvorführung für Polizeikräfte aus dem ganzen Land. Das Interesse ist groß. Die Veranstaltung der Grundstein für das Mexiko-Geschäft von HK. Alle konnten wir gar nicht identifizieren, wo sie überall herkamen. Es waren so, ich schätze mal, so 80 Leute, plus minus. Und im Zuge dieser Präsentation, da ist darüber geredet worden, dass es scheinbar Bedenken gibt für irgendwelche Regionen. Also da habe ich es zum ersten Mal gehört. Wer hat davon gesprochen? Wer hat das eingebracht? Also ich vermute, dass es da war. Was wusste der Mexiko-Vertriebschef zu diesem Zeitpunkt? Und von wem? Die Firma muss über die Bedenken im Außenministerium informiert worden sein. Am 5. Oktober 2005 schreibt der HK-Exportbeauftragte an den Vertriebschef, es werden nur Exporte genehmigt, denen das Auswärtige Amt zustimmt. Dies sei die Weisung des Bundeskanzlers. Das Auswärtige Amt hat eine Exportfreigabe nach Chiapas, Chihuahua und Jalisco aber widersprochen und äußert Bedenken. Es wurde nicht hochgespielt, sag ich mal so. Es war ein Kommentar, der für mich so schwer identifizierbar war, sag ich mal. Was soll man davon halten? Ja? Bedenken, was sind Bedenken? Wofür, worüber? Ja, es gibt da, wie heißen die, Menschenrechtsgruppen oder Organisationen, ja? Also nichtstaatliche, die da irgendwas dagegen haben. Also ich habe mir zunächst nichts Größeres dabei gedacht und das war eigentlich auch keine Thematik oder Problematik. Also so habe ich das nicht empfunden. Die Informationen, wo ich bekommen habe, kamen über und der Name wurde in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder genannt. Die Geschäftsführung in Oberndorf. Sie war anscheinend über die Genehmigungsprobleme informiert. Doch wer hatte sie gewarnt? Die Spur führt in das Bundeswirtschaftsministerium. Zunächst wird der Antrag von HK dem Verteidigungsministerium vorgelegt, das den Waffendeal befürwortet. Das Ministerium argumentiert, der Auftrag würde zudem zum Erhalt von hochwertigen Arbeitsplätzen und einer wichtigen wehrtechnischen Fähigkeit in Deutschland beitragen. Doch das Auswärtige Amt erhebt massive Bedenken. Begründung: individuelle Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Ordnungskräfte, willkürliche Verhaftungen, Misshandlungen, Folter zur Erpressung von Geständnissen auf lokaler und einzelstaatlicher Ebene. Das Veto des Außenministeriums wird dem Wirtschaftsministerium mitgeteilt, doch die Ablehnung wird nicht akzeptiert. Gerichtsakten belegen heute, das Wirtschaftsministerium versuchte eine Lösung herbeizuführen. 2005 ließ man Heckler und Koch wissen, wenn die kritischen Bundesstaaten Jalisco, Chihuahua und Chiapas aus den Endverbleibserklärungen verschwinden, wäre mit einer Kriegswaffenexportgenehmigung zu rechnen. In einer Stellungnahme sagt nun das Ministerium, die Bundesregierung berät keine Unternehmen. Die Weisung kam offenbar von irgendeinem Ministerium und ich habe gelernt zu gehorchen, weil das war ja auf Weisung von höherer Stelle offenbar. Ne? Da kam ein neues End-Use, das neue End-Use wurde nach Deutschland geschickt und Ende des Jahres 2005 kam dann eine Exportgenehmigung offenbar. Das erste End-Use, die Endverbleibserklärung des mexikanischen Ministeriums. G36-Gewehre sollen unter anderem an Polizeibehörden in den Krisenprovinzen Chiapas, Jalisco und Chihuahua gehen. Zeitnah liegen neue Endverbleibserklärungen vor. Darin tauchen die Krisenstaaten nicht mehr auf. Der für die Genehmigung zuständige Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium räumt in einer Vernehmung später ein,
Ihm und den beteiligten Ressorts sei bewusst gewesen, dass es sich lediglich um eine Umverteilung der Waffen in Mexiko gehandelt hat, die sich den Kontrollmöglichkeiten seines Ministeriums und der Bundesregierung entzieht. Trotzdem wurde genehmigt. Weil der hat mich da extra angerufen, ich kann mich noch gut erinnern, das war 2 Tage vor Weihnachten. Ja, hat er mir also alles Gute gewünscht. Und da waren wir alle happy, dass das der allererste Vertrag zustande kam. Das war praktisch mein erster, sag ich mal, Verkaufserfolg, wenn man den so nennen möchte, als neugebackener Waffenverkäufer in Anführungszeichen. Ja. Mit deutscher Ausfuhrgenehmigung darf Heckler & Koch exportieren. Das HK-Verkaufsteam reist im Auftrag der deutschen Waffenschmiede von einer Waffenvorführung zur nächsten. Und die Oberndorfer Firma kann ab 2006 ihre Waffen in das lateinamerikanische Land liefern. Dann kamen bestimmte, sag ich mal, Polizeieinheiten auf uns zu. Sie wollen auch so eine Vorführung haben, aber vor Ort bei Ihnen, ja. Und ich möchte mal meinen, die ersten, die auf uns zukamen, die waren die Leute aus Chilpancingo, von Guerrero. Die 36 Waffenvorführung und Einweisung für Polizeikräfte in Guerrero. Auch dieser Bundesstaat gilt bei den deutschen Ministerien inzwischen als besonders kritisch. Ich war mal wieder auf Familienbesuch. Den alljährlichen Familienbesuch habe ich gemacht. In der Verbindung war ich einen halben Tag bei Heckler & Koch. Es lag ein Enduse vor, in dem meine drei Staaten benannt wurden, die unerwünscht waren. Und dann kam die Bitte vom Verkauf, ob es die Möglichkeit gäbe, dieses Endus zu ändern, weil offenbar bestand der Wunsch von irgendeinem Ministerium, dass diese nicht benannt werden sollten. Daraufhin habe ich eine E-Mail geschrieben, gleich von Heckler & Koch aus, vom Computer von der an. Sie möchte doch bitte versuchen, mit dem Chef von der Dekamp zu reden, ob die Möglichkeit bestünde, diese drei Staaten nicht zu benennen und ein neues Endus auszustellen. Markus B. weist auf Veranlassung des HK-Vertriebschefs sein Büro in Mexico City in einer E-Mail an, die problematischen Bundesstaaten aus den Endverbleibserklärungen durch einen anderen Bundesstaat zu ersetzen. Auf unsere detaillierte Anfrage geht das Unternehmen Heckler & Koch nicht ein. Allgemein erklärt HK, man habe keinen Einfluss darauf, wohin die Waffen letztendlich geliefert wurden. Ferner heißt es, zu Kleinwaffenexporten möchten wir generell festhalten, dass Heckler & Koch sich als Hersteller von Waffen der besonderen Verantwortung bewusst ist. Der als problematisch geltende Bundesstaat Guerrero ist einer der 4 mexikanischen Bundesstaaten, die von den G36-Lieferungen auszuschließen waren und aus den Endverbleibserklärungen verschwinden sollten. Der Bundesstaat an der Südwestküste des Landes ist karg, die meist ländliche Bevölkerung arm. Ein angstfreies Leben ist in der von Drogenkartellen beherrschten Provinz kaum möglich. Das Lehrerseminar in Ayotzinapa im Bundesstaat Guerrero gilt als ein Zentrum des Widerstands gegen die systematischen Menschenrechtsverletzungen und ist der Regierung darum seit langem ein Dorn im Auge. Die 43 Studenten, die in der Nacht vom 26. September verschwunden sind, haben das Seminar besucht. Junge Söhne von armen Bauern oder Landarbeitern, die hier keine Studiengebühren zahlen mussten, freie Kost und Logis bekommen haben und später als Lehrer in ihre Dörfer zurückkehren wollten. Von überall her in Guerrero waren sie zum Studium nach Ayotzinapa gekommen. 43 leere Stühle erinnern heute an sie. Einige der Angehörigen kehren immer wieder auf das Universitätsgelände zurück und hoffen auf Nachricht.
Wir Mütter sind verzweifelt. Haben die Leute in der Regierung keine Mütter? Haben die keine Kinder? Wissen die nicht, was wir fühlen? Die Angehörigen fordern Aufklärung. Wir Mütter haben so etwas wie ein Bauchgefühl. Und wir haben die Hoffnung, dass sie zurückkommen werden. Die Regierung sagt, wir sollen unsere Kinder einfach vergessen, den Schmerz überwinden. Aber wir sagen nein. So einfach werden wir nicht aufgeben. Die Familien wollen nicht länger in Ungewissheit leben. Ich bin so verzweifelt. Mein Bruder hat nie etwas Böses getan. Er war immer so gut zu allen. Auch so liebevoll zu uns, zu der Familie. Ich kann nicht aufhören zu weinen, wenn ich an ihn denke. Auch zu mir war er immer so lieb. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er zurückkommt. Aber warum machen Sie so etwas mit den Jungs? Sie sind doch noch Kinder. 18, 19, 20 Jahre alt. Ihr Leben fängt gerade erst an. José Adolfo de la Cruz, 18 Jahre alt, Student, Überlebender der Nacht von Iguala, ist heute Sprecher des Lehramtsseminars Ayotzinapa. Ja, wir haben die drei Busse gekapert. Wir haben Spenden für die Uni gesammelt. Aber das ist doch kein Grund, 43 Leute verschwinden zu lassen. Oder sogar noch mehr und sie auch noch zu töten. Haben Sie denn gesehen, welche Waffen Sie benutzt haben? Ich habe nur gesehen, dass es Gewehre waren. Sturmgewehre. Und ich weiß nur, dass die kriminaltechnischen Untersuchungen und die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergeben haben, dass die Waffen aus Deutschland und anderen Ländern stammen. Ayotzinapa ist zum Mahnmal gegen die Verquickung von Regierung und staatlicher Gewalt in Mexiko geworden. Die Frage nach der Verantwortung für die Waffenlieferungen nach Mexiko führt nach Berlin. Das Auswärtige Amt ist für die Genehmigung von Kriegswaffenexporten mitverantwortlich. Wichtigstes Kriterium ist die Menschenrechtslage in dem jeweiligen Land. Nur der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung ist bereit, sich zu Mexiko zu äußern. Deutsche G36 in Mexiko, wie geht es Ihnen damit? Naja, wenn ich jetzt hier nicht so offiziell und vielleicht für den einen oder anderen Menschen nachvollziehbar hier sitze, würde ich sagen, da geht es mir komplett beschissen. Um das mit einem Wort auf den Punkt zu bringen, das ist jetzt nicht diplomatisch, ist auch nicht politisch korrekt, aber so ist es einfach. Seit Jahren befasst sich der Tübinger Rechtsanwalt Holger Rothbauer mit Heckler & Koch. Er hat aufgrund der dubiosen Waffenlieferungen nach Mexiko Strafanzeige wegen Verdachts auf illegalen Export gegen die Firma gestellt und vertritt den Aussteiger. Es gibt einen Genehmigungsvorbehalt. So steht es im Grundgesetz. Alles, was nicht ausdrücklich genehmigt ist, ist verboten, unter Strafe zu stellen. Also muss völlig klar sein, Kriegswaffen zu liefern, ist nur und im extremen Ausnahmefall nach dem Gedanken des Grundgesetzes möglich und nicht, wie jetzt, genau andersrum, Außenwirtschaftsgesetz. Es ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Wir wussten im Falle Mexiko nicht, ja, ob dies von Gesetz und Recht, ja, speziell in verschiedene Bundesländer in Mexiko, wo beliefert wurden, noch rechtens war oder nicht. Und immer mit der Angst im Nacken nach der Rückkehr, wird einem das womöglich als Fehler ausgelegt, ja, wird man womöglich verfolgt. Also für mich war das unverständlich, dass es so Teilregelungen oder sowas geben soll. Wir haben uns dann auch versucht, schlau zu machen, oder ich mich, in der deutschen Botschaft in Mexiko-Stadt, ganz speziell beim Wirtschaftsbeauftragten damals und auch beim Militärattaché, ob es da irgendwelche Probleme gäbe oder Verbote gäbe oder unerwünschte Sachen gäbe. Nee, das wurde eigentlich ganz im Gegenteil dargestellt.
Weil daraufhin wurde ich zum Beispiel öfters eingeladen, auch in die Residenz vom Botschafter. Die Rolle der Botschaft in Mexiko wirft Fragen auf. Einer Nachricht an das Auswärtige Amt in Berlin ist zu entnehmen, dass der Botschaft keine Erkenntnisse vorliegen, die gegen eine Genehmigung der Waffenlieferungen sprechen könnten. Zudem setzt man sich für die Interessen der deutschen Waffenproduzenten ein. Es heißt unter anderem, mexikanische Seite gibt Heckler & Koch aufgrund seiner Qualitätsprodukte eine Chance, in den mexikanischen Markt zu kommen. Und die Produktion einer solchen Sonderversion lohnt sich aus produktionstechnischen Gründen, fallende Durchschnittskosten, jedoch nur bei einem Produktionslos von mindestens 2000 Stück. Diese Fotos zeigen den deutschen Militärattaché zu Besuch in der Fabrica de Armas. Vor ihm auf dem Tisch deutsche Waffen. Wäre es nicht Aufgabe der Botschaft gewesen, vor Waffenlieferungen in das von Korruption und Gewalt beherrschte Land zu warnen? Ja, der Informant hat berichtet, dass eben hier irgendwelche Partys veranstaltet worden sind, hat die dann eben mitbekommen, wo hochdekorierte Militärs und Polizeiobere extremst hofiert wurden, wo letztlich auch Geldzahlungen geflossen sind. Das hat er einmal direkt in so einem Briefumschlag mitbekommen und seinen Kollegen dann gefragt, sag mal, was ist denn hier? Was macht ihr denn da? Was ist das? Ja, das sei hier so Usus, das sind hier so die Geschäftspraktiken, dass ich gesagt habe, nee, also das ist so detailliert und so relevant, da muss was draus werden. Seit April 2010 steht Heckler & Koch im Fadenkreuz der Ermittlungsbehörden. Aber erst 8 Monate nach der Strafanzeige kommt es zu der ersten Hausdurchsuchung am Firmensitz in Oberndorf. Angeblich dürfen sie ab jetzt nicht mehr nach Mexiko exportieren. Die Firma bestreitet die Vorwürfe und bezeichnet das Vorgehen gegen das Unternehmen als gezielte Diffamierungskampagne des Rüstungsgegners Jürgen Gresslin. Gresslin kämpft seit mehr als 30 Jahren gegen Waffenexporte aus Deutschland. Die Erwartung der Strafanzeige war, erstmal, jetzt wird aufgedeckt und zum allerersten Mal aufgedeckt, Heckler & Koch ist verwickelt in illegalen Waffenhandel und die Spur führt bis zur Geschäftsführung. Nach dieser Anzeige wurde ich von der Staatsanwaltschaft geladen als Zeuge, um eine Aussage zu tätigen und dort habe ich nach meinem besten Wissen und Gewissen, so wie mir die Fakten und die Tatsachen bekannt wurden, Stellung genommen. Das Protokoll seiner Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft. Mit seinen Aussagen belastet er die Geschäftsführung von Heckler & Koch schwer, zugleich aber auch seine ehemaligen Kollegen. Anwälte von HK laden den Vertriebschef und den Mexiko-Vertreter in ein Zürcher Hotel ein. Es soll eine Verteidigungsstrategie vorbereitet werden. Circa Mitte Januar wurde ich von Heckler & Koch gebeten, nach Zürich zu einem Interview zu kommen. In dem Zug wurde mir ein Schreiben vorgelegt von, in dem er Vorwürfe macht, ganz speziell meiner Person gegenüber. Und zwar ungefähr Bestechungen, Herr zahlt an Herrn General sowieso 25 US-Dollar für jedes verkaufte G36 oder Langwaffen, 20 US-Dollar für jede gekaufte Kurzwaffe oder Pistole. Herr hat gewusst, dass es verbotene Staaten in Mexiko gibt und solche Dinge. Also ich muss sagen, als ich das Schreiben bzw. die Vorwürfe von meiner Person gegenüber gelesen habe, ich konnte es ganz einfach nicht glauben, was da alles drin stand. Die Firma HK wehrt sich auf ihre Art. Dem Vertriebschef, seiner Sekretärin und dem Mexiko-Vertreter wird gekündigt. Im Aushang am schwarzen Brett macht die Firma ehemalige Mitarbeiter für die illegalen Mexiko-Deals verantwortlich. Wer kommt denn auf so eine Schnapsidee? Entschuldigung, das Wort, aber ist mir unverständlich. Wenn wir das zu verantworten hätten, in der ganzen Abwicklungskette, wer ist da alles involviert? Von mexikanischer Seite, behördenseitig, von deutscher Seite,
von der Firma her, von den Behörden her. Glauben Sie, wir drei sind die Könige von Heckler & Koch und Mexiko? Glauben Sie das? Das geht gar nicht. Aber da haben die Sie doch ins offene Messer laufen lassen. So fühle ich mich jetzt. Verarscht, ausgenutzt. Sind die gekündigten Mitarbeiter und der ehemalige HK-Vertreter allein verantwortlich? Diese Personen sind Bauernopfer, ganz einfach deswegen, weil ich mir bei Gott nicht vorstellen kann, dass diese Leute im Alleingang, ja, über Behörden hinweg, ja, solche Geschäfte im Alleingang gemacht haben können. Deshalb glaube ich, ja, diese Personen sind Bauernopfer. Bestechungsvorwürfe weist Heckler & Koch zurück. Mit den Waffenexporten aus Oberndorf sind G36-Sturmgewehre in die Hände von korrupten und gewaltbereiten Polizisten, Auftragsmördern und anderen Verbrechern gelangt. Um die Bevölkerung vor den Drogenkartellen, der korrupten Polizei und Militärs zu schützen, haben sich überall im Land Bürgerpolizeien formiert. In der Ortschaft Tierra Colorada ist die FUSDEC für die Sicherheit zuständig. Die Gemeindepolizei hat im Nachbarort einen Drogenboss verhaftet und dabei eine Vielzahl an Waffen beschlagnahmt. FUSDEC-Kommandant Cemino bringt das Sturmgewehr, das er und seine Leute dem Drogenboss, der sich El Taliban nennt, abgenommen haben. Es ist ein G36 aus Oberndorf. Können Sie uns bitte erzählen, wie Sie die Waffen dem Drogenboss abgenommen haben? Ja, wir kamen in Petakeas an und sind in das Dorf eingerückt. Die Kriminalität dort war unerträglich, wirklich. Dort gab es täglich Erpressungen, Tote und Entführungen. Alles. Als wir am frühen Morgen angekommen sind, haben wir das Dorf umstellt. Ich habe die Sicherheitskommandos geführt und wir hatten einen Ortskundigen, der uns eingewiesen hat. Der uns zeigte, wo die Leute von der Mafia waren. In einem Haus mitten im Zentrum neben dem Kiosk. Da war El Taliban, der Drogenboss, der Chef für dieses ganze Gebiet mit seinem Stellvertreter. Wir haben eine Kalaschnikow, eine deutsche HK, eine Pistole 45 ACP beschlagnahmt. Das hier ist eben dieses deutsche HK-Gewehr. Mit solchen deutschen HK-Waffen werden hier Verbrechen verübt. Und wissen Sie, ob das organisierte Verbrechen noch mehr von diesen Waffen hat? Ja, sie haben sehr viele. Sie besitzen sowieso die besseren Waffen. Die können es mit der Regierung locker aufnehmen. Sie haben auf jeden Fall die besseren Waffen. Wie ist dieses G36 in die Hände des Drogenkartells gelangt? Anhand der Seriennummer lässt sich der Weg der Waffe verfolgen. Sie entstammt der 7. Teillieferung im Jahr 2008. Lieferumfang 505 G36. Laut Endverbleibserklärung für die Bundesstaaten Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Sonora und Yucatán bestimmt. Mit dem Cargoflug LH-498-29 ins Land und über das Verteidigungsministerium an die Polizei von Chilpancingo geliefert. So kam das deutsche Sturmgewehr über die Polizei in Guerrero zu der Drogenmafia, wo es die Bürgerwehr FUSDEC vorgefunden hat. Bewaffneter Alltag in Mexiko. Auf die Polizei ist ohnehin kein Verlass, weil viele Polizisten von der Mafia angeheuert sind. So kommt es, dass viele Familien auf eigene Faust nach ihren verschwundenen Angehörigen suchen. Auch Entführungen durch Polizei und Mafia gehören zum Alltag. Wir sind mit Angehörigen von Entführungsopfern in den Hügeln von Iguala verabredet. Hier sind so viele Scherben. Ich habe mich heute nicht richtig darauf vorbereitet, herzukommen. Ich habe die falschen Schuhe an. Aber egal, ich würde auch barfuß herkommen, wenn ich meinen Sohn finden könnte. Es riecht nach verwestem Fleisch. Überall Reste von Kleidung. Über 26.000 Menschen sind in Mexiko seit 2006 spurlos verschwunden.
Das Aussehen der Steine hilft uns, die Gräber zu finden. Diese Steine hier kommen von unter der Erde. Hier ist die Erde umgegraben worden. Und so kommen diese Steine nach oben. Sehen Sie den Farbunterschied? Dieser Stein kommt von oben und dieser hier von unten. Die Angehörigen der Vermissten finden fast tagtäglich Gräber. Darin auch Kinder, ganze Familien. Hier in diesem Grab, das wir gefunden haben, haben sie 6 Menschen verscharrt. Natürlich wäre es nicht schön, wenn wir unsere Angehörigen hier finden würden, weil das würde ja heißen, sie sind tot. Wir kommen hierher mit der Hoffnung, dass sie noch am Leben sind. Ich gehe jeden Tag raus und suche nach meinem Bruder. Aber ich will meinen Bruder hier gar nicht finden, in einem dieser Gräber. Denn dann weiß ich endgültig, er ist nicht mehr am Leben. Gibt es hier viele solcher Gräber? Das hier ist ja noch gar nichts. Dort vorne, 50 Meter von hier entfernt, sind noch ganz viele solcher Gräber. Überall. Wir finden immer wieder neue Gräber. Ich habe die Hoffnung, dass mein Sohn eines Tages zur Tür hereinkommt. Man kann diesen Schmerz einfach nicht mehr ertragen. Es tut so unendlich weh. Aber ich gebe nicht auf, bis ich meinen Sohn gefunden habe. Jedes Mal, wenn ich hier zu diesen Hügeln heraufkomme, obwohl ich krank bin, ich vergesse in diesem Augenblick meine Krankheit, weil ich etwas über meinen Sohn erfahren will. Es ist meine größte Hoffnung. Das ist der größte Schmerz für eine Mutter, ihr Kind zu verlieren. Keiner kann sich vorstellen, was das bedeutet. Und das hier ist auch ein Grab. Dass Regierung und Mafia zusammenarbeiten, ist kein Geheimnis. Wir haben große Angst, aber nicht vor den Kriminellen, sondern davor, von der Regierung entführt zu werden. Darum trage ich diesen Karabiner aus Metall immer an meiner Hose, weil der in der Erde nicht kaputt geht. Wenn ich in einem dieser Gräber lande, dann weiß meine Mutter, wonach sie suchen muss. Er trägt ein Metallteil an der Hose. Daran wird man mich erkennen. Militär und Polizei sind allgegenwärtig. Als der Suchtrupp das Gelände verlässt, rückt ein Polizeikommando an. Die Situation kann nur kurz heimlich gefilmt werden. Inzwischen wurde den Angehörigen die Suche untersagt, angeblich weil dabei Spuren vernichtet werden. Con Mario. In Chilpancingo, der Hauptstadt von Guerrero, gehen jeden Monat die Familien der verschwundenen 43 Studenten auf die Straße. Mehr als 25.000 Menschen sind spurlos verschwunden. Dank der Regierung und der Regierungsparteien. Nach wie vor werden Menschen gewaltsam entführt. In Mexiko, in Guerrero. Ayotzinapa ist kein Einzelfall, sondern wiederholt sich immer wieder. Die Entführung der Studenten von Ayotzinapa hat eine anhaltende Protestwelle ausgelöst, wie kein anderes Unrecht an der Bevölkerung im Land zuvor. Und dennoch, an der Menschenrechtssituation in Mexiko haben die Proteste bislang nichts geändert. Und immer wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen wütenden Demonstranten und der Polizei, die hart durchgreift.
Das Lehrerseminar Ayotzinapa ist seit der Entführung der 43 Studenten wie ausgestorben. Es finden kaum noch Vorlesungen statt. Viele haben aus Angst das Studium abgebrochen. Es ist eine Schande, muss man sagen, was hier passiert und was die Waffenindustrie hier macht. Mexiko braucht keine Waffen. Mexiko führt keinen Krieg. Die mexikanische Regierung will diese Waffen nur haben, um auf die Menschen hier Repressionen auszuüben, um Studenten und arme Bauern zu töten. Das ist wirklich eine Schande, was die hier machen. Oder etwa nicht? Von den verschwundenen 43 Studenten fehlt bis heute jede Spur. Was mit den Verletzungen der Menschenrechte, speziell mit den Studenten, passiert, denke ich, haben unsere Geräte dort nichts verloren. Und natürlich fragt man sich, moralisch, ethisch gesehen, ist das, was man tut, ja, das Richtige? Ich bin in vielen Flüchtlingslagern gewesen, in Afrika, jetzt auch im letzten Jahr im Nordirak, wo man viele Dinge gesehen hat. Aber diese unmittelbare Konfrontation mit Leuten, die auch irgendwo immer noch Hoffnung haben und die auch an uns Erwartungen und für uns auch an uns Hoffnungen haben, dass wir beitragen können, im Wesentlichen zur Aufklärung dessen, was passiert ist, also das war schon eine sehr beeindruckende und auch langanhaltende Erfahrung, die nichts mit dem normalen politischen Alltagsgeschäft zu tun hat. Es ist nachgewiesen mittlerweile, dass in Guerrero deutsche Waffen G36 aufgefunden worden sind. Es laufen ja auch strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen das beteiligte Rüstungsunternehmen, die aus meiner Sicht skandalöserweise nach 5 Jahren noch immer nicht zu einem wie auch immer gearteten Abschluss gekommen sind. Also es besteht ja innerhalb der Bürokratie immer die Möglichkeit, es auf den Nächsten weiterzuschieben und sich somit seiner persönlichen Verantwortung ein bisschen Luft zu machen, zu sagen, na, ich habe es zwar unterschrieben, aber es habe ja nicht ich aus Privatvergnügen gemacht, sondern ist ja Anordnung, muss ich ja, soll ja so sein. Diese Firma hat in diesem Fall und ja auch in anderen Fällen offensichtlich illegal gehandelt, das war mir nicht bewusst. Was mir zu dem Zeitpunkt nun gar nicht bewusst war, ist, welche enge Verbindung es gab zu den Behörden, zu dem Bundesausfahren, dem Bundeswirtschaftsministerium und damit auch zur Politik. Wie eng über all die Jahre die Beziehungen der Ministerien zu HK waren, zeigt ein Beispiel. Eine Sonderregelung, die es Heckler & Koch erlaubt, ohne gesonderte Genehmigung Ersatzteile zu liefern. Im E-Mail-Verkehr zwischen Wirtschaftsministerium und Bundesausfuhramt ist von einer Lex Heckler & Koch die Rede. Und Zitat: Heckler und Koch sollte jedoch vergattert werden, diese Einzelfallentscheidung nicht im großen Kreis hinaus zu posaunen. Ein weiteres Beispiel. In einer Endverbleibserklärung im Jahr 2006 taucht der Krisenstaat Chiapas wieder auf. Mit einer Entschuldigung aus Oberndorf und einer weiteren aus Mexiko, in der man das angebliche administrative Versehen erklärt, scheint die Sache fast vom Tisch. Oh, das war ein EDV-Fehler. Um Gottes Willen. Ah, da war unser ganz ursprünglicher Antrag. Der ist uns da durchgerutscht. Nein, nein, wir korrigieren. Da merkt ja irgendwie, da erwarte ich, dass jemand merkt, oh, holla, geht da alles mit rechten Dingen zu? Auf den Fehler werden auch die Ministerien aufmerksam. Der Ressortleiter im Wirtschaftsministerium weist eine Überprüfung vor Ort an. Es würde ausreichen, wenn im Rahmen einer Dienstreise eines Botschaftsmitarbeiters festgestellt werden könnte, ob Sicherheitskräfte mit G36 in Chiapas im Straßenbild erkennbar sind oder nicht. 2010. Die Ermittlungen gegen Heckler und Koch laufen bereits. Das Wirtschaftsministerium informiert die Firma über weitere 10 negative Bundesstaaten und gibt damit den entscheidenden Tipp, wie die Geschäfte weitergehen können. Das ist der Fall, der Lackmustest, der das ganze Kontrollregime im deutschen Rüstungsexport auf den Kopf stellen wird.
Selbst die Kontrolle der Lieferungen scheint völlig versagt zu haben. Während der Rüstungsexport bericht der Bundesregierung bis zu 8.710 genehmigte Sturmgewehre für Mexiko ausweist, bestätigen die Mexikaner den Empfang von 9.652 G36. Mindestens die Hälfte gehen in verbotene Bundesstaaten. Eine andere Lieferliste weist insgesamt 19.471 G36 aus. Diejenigen, die das bei Heckler und Koch wissen und anweisen, die haben Schuld. Ja? Die wollen Geld verdienen für Dinge, die nicht geliefert werden dürfen. Wer aber aus meiner Sicht genauso viel Schuld hat und sich immer versucht, aus der Verantwortung da zu stehlen, sind die Genehmigungsbehörden, ist das Bundeswirtschaftsministerium. Die haben durch Unterlassen von Kontrollpflichten mindestens genauso Schuld wie diejenigen, die das Geschäft auf Teufel komm raus durchführen und alles tun, Hauptsache die Kohle stimmt. Undurchsichtige Verflechtungen, ein Netzwerk zwischen Rüstungsunternehmen, Wirtschaftsministerium, Bundesausfuhramt, Außen- und Verteidigungsministerium. Ein Netzwerk, das seit Jahrzehnten Waffen und Technologie in die ganze Welt liefert. Ich glaube, gemeinhin denkt man, dass der Waffenexport von Gewehren das Schlimmste sei, was es passieren kann. Es ist unglaublich schlimm, was da passiert. Die Tatsache ist aber, dass wir Deutschen noch ein viel schlimmeren Beihilfe zur Rüstungsexport und dann ja auch dem Massenmorden geben, nämlich der Technologietransfer. Deutsche Waffen gehören seit Jahrzehnten zur Standardausrüstung der mexikanischen Armee. Auf einer Militärparade 2006 präsentiert das Verteidigungsministerium ein neues Sturmgewehr, eine Eigenproduktion, die dem G36 auffallend ähnlich ist. In den Jahren davor wurde über eine Lizenzproduktion des G36 verhandelt. Heckler und Koch behauptet, das FX-05 weise nur rein äußerlich eine Ähnlichkeit mit dem G36 auf. Das FX-05 ist somit keine Kopie des G36. Ja, das Interesse war da, das G36 produktionstechnisch einzuführen. Wir sind zusammen nach Oberndorf gereist, eine kleine Delegation. Dann wurden wir bei HK sehr herzlich empfangen. Und der ganze Besuch dauerte circa, ich schätze mal, 4 Tage. Im Oberndorfer Stammhaus von Heckler und Koch werden die mexikanischen Kunden freundlich empfangen und durch die Produktionsstätten geführt. Die hochrangigen Militärs machen Fotos und erstellen einen Bericht für das Verteidigungsministerium. Am Ende des Besuchs der Militärs ist man sich einig. Der Aufbau der G36-Lizenzproduktion wird geplant und bis ins Detail verhandelt. Das hat Heckler und Koch übernommen. Die Tickets, die Hotelunterbringung, die Essen, das ist praktisch auf Einladung von Heckler und Koch erfolgt. Die Planung der Lizenzproduktion sieht 5 Phasen vor. Der Deal hat einen Auftragswert von rund 63 Millionen Euro. Beides zeigen vorliegende Dokumente. Es kommt zu Zahlungen an das Oberndorfer Unternehmen in Millionenhöhe. Wenig später platzt das Geschäft, angeblich. Stattdessen taucht das Waffenprojekt FX-05 in Mexiko auf. Mit Unterstützung deutscher Techniker. Qui bennet dormit, non peccat. Wer gut schläft, sündigt nicht. Und die Mexikaner haben sich im Jahr 2005 entschlossen, ein eigenes Gewehr zu bauen. Das so ähnlich aussieht vielleicht wie das G36. Das Programm heißt FX-05, Fusil Hue-05. Und von der Funktion her, Gasdrucklader, von ungefähr dem Aussehen, nicht das Aussehen, aber von der Funktion her, vom Gewicht, von der Schussleistung, ähnelt es dem G36. Konrad M. und Markus B. arbeiten gemeinsam mit mexikanischen Waffenbauern an dem angeblich mexikanischen Sturmgewehr. Und wie es heißt, nicht nur sie. Es geht da um einige 100.000 Einheiten in einem bestimmten Zeitraum. Und das war der Moment, wo ich einen Vertrag mit dem mexikanischen Verteidigungsministerium bekam, dass ich für Materialfragen, für Sicherheitsteile die Spezifikationen zusammen mit den Mexikanern entwickeln sollte. Das führte dazu, dass die ersten Probelieferungen dieses Materials sofort problemlos gingen. Die Schusszahlen wurden erreicht, es ist nichts passiert und es ging
3,5 Jahre gut. Das wohl durchlässigste Schlupfloch im Waffenkontrollgesetz ist das menschliche Know-how, das Expertenwissen deutscher Mechaniker und Ingenieure. Diese Fotos zeigen, dass mindestens bis ins Jahr 2010/11 deutsche Fachleute an der Entwicklung und Produktion des mexikanischen Sturmgewehrs FX-05 mitgearbeitet haben. Mit dem Umstieg auf eine Eigenproduktion, wo man in Mexiko nicht mehr an die Lizenzverträge gebunden war, das war eine Eigenentwicklung. Damit ist es unter Kontrolle der mexikanischen Regierung. Man findet die Deutschen als faire Geschäftspartner, sauber. Nur es wird durch schwarze Schafe oft gestört. Im Moment ist es in dem Gebiet nicht Lizenzfertigung, sondern eigene Fertigung in Anlehnung an existierende Waffen. Ich sage nicht Nachbau, ich sage einfach ein eigenes entwickeltes. Dass es so ähnlich aussieht, ist möglicherweise ein Zufall. Aber man braucht die Hilfe, in dem Falle der Deutschen. Das heißt, letztendlich muss man sich das so vorstellen, Leute... Oder der Österreicher, Entschuldigung. Ja. Das heißt, man muss sich so vorstellen, ich sag mal, Leute, die halt jetzt in Urlaub in Oberndorf nehmen, bilden dann in Mexiko aus. Urlaub oder also zeitweise sind die nicht in Mexiko permanent wohnen, die für ein paar Wochen, ein paar Monate im Jahr wechseln und da sind, mal die, mal die. Die bilden dann nur, die helfen den Leuten an der Maschine, an den deutschen und österreichischen und französischen Maschinen, um das Produkt herzustellen. In der Fabrica de Armas, wo jahrzehntelang unter anderem das deutsche G3 von Heckler & Koch in Lizenz produziert wurde, wird nun das angeblich mexikanische FX-05 gebaut. Bis heute rund 100.000 Stück. Mit deutscher Hilfe? Es gibt aber auch Länder im Arabischen, überall auf der Welt im Bereich, wo Deutsche ihre Maschinen hinliefern. Und die Produktion mitsteuern, weil man fertige Waffen nicht mehr liefern kann. Ein französisches Sprichwort heißt, oder in meinem Fall heißt es, wir helfen Ihnen, dass Ihre Ideen Realität werden. Wir sind gut. Und das war mir dann wieder bewusst, warum dieser Spruch als Leitmotiv in einem Katalog dieser Firma stand. Wir helfen Ihnen, dass Ihre Träume wahr werden. Wie erklären die zuständigen Ministerien und Behörden ein solches Ausmaß an Unregelmäßigkeiten? Wirtschafts-, Außen- und Verteidigungsministerium sowie Bundesausfuhramt sind zu einem Interview nicht bereit. Während der Recherchen zu diesem Film kündigt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel an, in Zukunft schärfere Rüstungsexportkontrollen zu erproben.